Ah, das mache ich jetzt auch. Wie lange hast du heute Zeit zum Aufnehmen? Ja, bis so 12 hätte ich. Okay, ja, also das wäre eh gleich wie bei mir. Nach dem Schlafen starte ich dann eine neue Aufnahme noch. Ja. Jetzt ist es eh bald soweit. Boah, das wird dauern mit der Mauer. Auf alle Fälle. Also wenn du willst, dann können wir so einen Mauerbau dann auch wirklich mal so im Zeitraffer machen. Ja. Das sehen wir dann. Peter. Oh, wir können schlafen schnell. Ganz schnell. Jetzt haben wir natürlich bestimmt wieder direkt Hunger, direkt Durst. Jawohl, ich mach mal das Feuerchen an hier. Hast du noch Fleisch? Ja, ich habe jetzt gerade geschaut, aber das ist verdorben. Also eins habe ich noch, ein gutes. Ja, ich habe mir auch eins gerade draufgeschmissen. Wir könnten auch den Topf wieder draufstellen. Achso, jetzt habe ich Fleisch schon draufgelegt. Okay, warte, dann lege ich meins noch dazu. Weil das war nur so ein Mini-Fleisch. Aber ich habe jetzt kein Fleisch mehr. Hättest du dann noch eins? Nee, gar nicht mehr. Die haben Denn alles geklaut. dann müssten wir wieder jagen gehen. Ich habe befürchtet, dass du sowas sagst. Oh je. Na komm, Schildkröten irgendwo hier. Na los, kommt. Jawohl, jawohl, ne? Jawohl. Da ist nur eine. Ein Vogel ist auch hier. Da ist noch eine. Jawohl, jawohl. Wunderbar. Also eigentlich hast du hier mit den Schildkröten und so richtig schön Essen und so, ne? Also könntest jetzt nicht sagen, dass du komplett verhungern würdest. Nee, also das nicht. Also was mir ja generell bei solchen Games auch gefällt, ist ja das Zusammenspielen oder Arbeiten. Ja. Dass da jeder seinen Beitrag dazu beiträgt. Deswegen So. sage ich ja, also es ist so, also richtig Spaß macht das nur, wenn man das Multiplayer macht. Alleine macht mir das keinen Spaß. Nee, oder vielleicht mal so zum Antesten oder so, aber ich glaube, auf die Dauer wäre das alleine wirklich ziemlich langweilig. Ja, vor allen Dingen dann, jetzt hast du ja gesehen, die Viecher, ne? Wie viele das sind. Ich glaube, die kriegst du alleine gar nicht kaputt, oder? Außer wenn du alleine bist, das dann vielleicht nicht so willkommen, aber keine Ahnung. Ach nein, ich wollte Inventar. Brauchst du jetzt noch was zu essen? Ach so, ja, ich merke, der Magen ist halb voll. Ja, Wäre vielleicht nicht schlecht. dann schmeiße ich noch was drauf. Ach, die Mauer wird und wird einfach nicht fertig. Und jetzt ist das noch so eine Mini-Mauer. Da oben springt einer rum. Wo? Bei der Holzwand, die wir das erste Mal gebaut haben. Ich glaube, der Ja. versucht jetzt außen rum zu gehen. Da habe ich jetzt gerade so eine Bewegung gesehen. Okay. Ich sehe jetzt keinen. Aber ja, die sind jetzt natürlich erstmal angepisst. Müssen. Obwohl eigentlich wir müssten ja angepisster sein als die. Ja, definitiv. So, Essen ist fertig, glaube ich. Ne, noch nicht ganz, aber jetzt Warte mal. gleich.
Vor allem wie frech an sich. Jetzt ist das Feuer aus. Einfach wieder anmachen. Fleisch nehmen und wieder anmachen. Na, jetzt habe ich mich auch noch selber angezündet. Das sieht echt witzig aus, wenn da einer so dann ins Wasser rennt, so, ah, Hilfe. Aber kann das sein, dass kein Fleisch oben liegt? Oder täuscht das? Du hast hier was verloren, Fleisch. Doch, da ist eins. Das muss noch fertig gemacht werden, glaube ich. Bei mir zeigt es keins an, warte mal. Ich leg mal eins drauf. So, jetzt liegt da auf jeden Fall eins. Okay. Ich trinke dann auch noch was von unseren, wenn noch was da ist. Ja. So. Das Feuer geht jetzt schon wieder aus. Ja, das ist, weil wir keine Blätter haben oder Geldscheine, um das ein bisschen anzufeuern. Ach so. Dann geht das ein bisschen schneller aus. Aber ich habe auch gerade gar nichts mehr. Ich spinne. Aber wie sieht man, ob jetzt ein Fleisch oben liegt oder nicht? Warte, sonst lege ich eins von meinen drauf. Wieso? Ich habe doch vorhin eins draufgelegt. Kann das sein, dass wenn das Feuer ausgeht, dass man automatisch das Fleisch wieder wegnimmt? Ja klar, da steht ja dann, dass du das wieder wegnehmen musst. Also da du müsstest jetzt Fleisch im Inventar haben, dann lege ich einfach noch was drauf. Ja, das habe ich jetzt gerade gemacht. Aber ich glaube, das ging irgendwie automatisch. Ich habe jetzt aber auch keine Blätter mehr halt. Ja, ich habe ein paar noch. So. Oh mein Gott, das dauert ja ewig hier. Guck mal gerade. Wie sieht's denn mit Fallen aus? Was bräuchte man da eigentlich für so eine erste Falle? Ich glaube, allzu lange brauche ich eh nicht mehr für... Ah, Sturzfalle, einen Donnerwal. Oh, das ist fein, das können wir machen. Hihi. Wie rum muss ich den aufstellen? Dass der funktioniert. Ich glaube so, ne? So. Da waren auch immer Steinchen. Ich glaube so. Ha, jetzt machen sich die Seile endlich bezahlbar hier. Ha. Ja, du bist aber ganz schön mutig, da hinten so in die Ecke zu rennen. Ja, da gibt es am meisten Steine. Da ist auch der Eingang dann zur Höhle. Vorsicht, ich habe hier eine Falle hingebaut. Ich weiß nicht, ob die... Ja gut, jetzt funktioniert sie eh noch nicht, aber... Mhm. Ich hatte gerade Lust drauf, irgendwie. Ja, also nach dem, was uns passiert ist, kann ich das durchaus nachvollziehen. So. Was brauchen wir denn noch alles? Ach, bist du bei dir da hinten fertig? Nee, noch nicht ganz. Ich brauche noch ein paar Steine. Aber ich möchte da nicht immer ganz rüberlaufen wieder. Deswegen habe ich den Schlitten ein bisschen näher rübergeschoben. Also eigentlich lassen sich jetzt ja die Eingeborenen... Richtig Zeit, aber ich möchte jetzt auch nicht verschreien. Ja, die kommen. Sobald wir wieder ein bisschen was aufgebaut haben. Oder sobald sie wieder jemanden zum Gucken schicken. Und wir den dann angreifen. Sollen wir dann das nächste Mal gar nicht angreifen? Ja, ich würde mal sagen, wir greifen nicht an, bis sie uns natürlich angreift, ne?
Ja, das wäre, glaube ich, eh das Beste. So, ich fahre jetzt mal mit den Schlitten rüber. Vielleicht habe ich jetzt schon genug. Oh, das. Da ist noch ein Schildkrötenpanzer. Den kann ich jetzt gar nicht aufnehmen. Mir tun voll die Hände weh. Also ich glaube, ich schaffe aber trotzdem, auch wenn ich Zeit hätte, schaffe ich, glaube ich, trotzdem nur noch höchstens eine halbe Stunde oder so. Ja, ist überhaupt kein Aber Problem. mir tun so, die tun so die Hände weh von dem Controller, weil ich die ganze Zeit immer so blöd drücken muss, wenn der schnell rennt. So. Da hinten wäre jetzt noch was, aber da weiß ich nicht, ob ich da von da aus reinkomme. Es ist da zwar ein Loch offen, aber egal. So. Oh, das kann ja was dauern hier. Nee, 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 nee. Oh ja, Schildkröte, komm zu Papa, noch eine zweite und eine dritte. Ich glaube, da ist jetzt gerade Invasion der Schildkröten. Da sind jetzt sogar vier. Alle kaputt hauen, so viel du kannst. Und da oben stehen zwei Typen. Die sind jetzt noch weit genug weg, aber ich versuche die ein bisschen. Bei mir? Stehen die bei mir? Wo bist du? Oh Nee, Gott. auf meiner Seite. Also ich bin jetzt gerade auf der anderen Oh, Seite. blau, 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 blau. Was blau? Blauer, blau, 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 blau. Blauer. Sind die böse Ja, ja, oder? ja, 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 ja. Scheiße, ich hab grad. Ist der bei dir? Ja. Hilfe. Hilfe. Oh Gott, das sind zwei. Oh Gott. Oh mein Warte Gott. mal, ich komme sofort. Oh Gott. Ah, du könntest vielleicht. Ich kann gerade gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Warte mal, ich gehe wieder auf den Felsen, wo ich vorher war und bastle Pfeile. Ich hab einen. Oh, ich hab einen Tod. Der andere, der schleicht da hinten rum. Oh mein Gott, bin ich fertig, ey. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt reicht's. Jetzt zerteile ich dich und dann stelle ich ein Totem auf. Und dann schreckt das die anderen ab. Definitiv. Jetzt gibt's erstmal Gulasch. Achso, ich habe zu wenig Knochen, dass ich Pfeile bauen kann. Doof. Ah. Warum? Scheiße, ey. Brauchst du die Knochen oder kann ich mir die von dem Typen dann nehmen? Von wem? Von meinen? Ne, nimm ruhig hier. Bitte sehr. Sollen wir den verbrennen, oder? Ja, den Aber Sch kannst du dann überhaupt einen Toten bauen? ja, für Totem brauchst du, glaube ich, nur Köpfe, Arme und Beine. Alter, war das gerade schwer. Mein Dann Gott. lassen wir den jetzt gerade brennen und ich gucke noch, ob die Schildkröten noch drüben sind. Aber siehst du, was ich, dass ich recht hatte, dass die dann von der Seite angreifen, wo noch nicht fertig gebaut ist? Das ist dieser Wichser, ehrlich, ey. Ja, natürlich sind die Schildkröten jetzt alle weg. Ach, schade. Komm schon, ey. Ach, nee, da kommt man nicht hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Klettern kann der nicht, oder? Nee. So jetzt an sich darüber klettern? Ich glaube nicht. Aber glauben ist nicht wissen, ne? So.
Na, da sind doch noch zwei hingefallen. Das habe ich doch gesehen. Ich komme gleich retour. So, jetzt brauche ich... Oh, aber da, schon wieder. Nein. Scheiße. Kommt da nicht immer zu mir. Ey, geht doch mal zu ihm. Oh, hier war da. Oh mein Gott, ich muss speichern gehen. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich sterben werde. So ein ganz dumpfes Gefühl, ich weiß nicht. Gott. Weißt du, kaum fange ich an, die Falle zu bauen, tanzen sie an. Die werden das wahrscheinlich auch irgendwie schmecken. Ach, je, mini, mini. Okay, bei den Haien wissen wir ja, die, glaube ich, kann man ja nicht zerlegen. Wo bist du denn? Ich bin den Strand noch ein bisschen entlang gegangen. Ach so, da hinten. Da vorne. Ich brauche jetzt noch kleine Stücke, ne? Oh, scheiße. Echt, jetzt brauche ich die wirklich. Da vorne ist eine Insel, die ist aber weit weg. Ich glaube, da wäre das Beste, wenn wir da mal mit dem Floß hinfahren. Ja. Denn ich glaube, mit Schwimmen ist man da ewig auf dem Weg. Nee, ich glaube, das wäre auch nichts. Weil ja auch das Wasser kalt ist. Nachher kommt dann bestimmt wieder irgendwie sowas, dass du erfrierst oder so. Mhm, ja. Also das glaube ich auch. Ach, kleine Stücke, kleine Stücke. Also so, jetzt mag ich gerade, ich glaube, ich habe davor die Aufnahme nicht pausiert. Aber ist egal. Hast du den anderen auch töten können? Nee, der ist abgehauen. Leider. Leider. Oh, ich brauche kleine Stücke, ey, aber hier sind keine. Also muss ich. Ach ja, jetzt muss ich noch die Knochen holen, fällt mir gerade ein. Dass ich denn die Pfeile fertig bauen kann. Oh, ich will da nicht rein, ey. Und Ausdauer habe ich jetzt auch so gut wie keine mehr. Obwohl Magen und Ding ist eigentlich noch alles voll, also relativ. Ach, hi, Mini. Ach, komm schon. Ui, schnell wieder zurück. Huh. Und jetzt noch mal da rein. Oh mein Gott. So. Ich habe voll Angst. 8 von 20. Ach so, die Knochen sind weg. Kann das sein? Die sind weg? Ach ja, blöd. Das nächste Mal bleib ich am besten beim Lagerfeuer stehen. So, jetzt helfe ich dir mit deiner Mauer. Sammle dabei schon ein paar Steine ein. Na, ich guck gerade noch nebenbei, dass ich, während ich Steine sammle, auch noch ein paar kleine Holzdinger kriege für die Falle. Also ich glaube, ich habe eh ein paar. Bei den Pfeilen kann ich jetzt eh nicht. Wo ist denn die Falle? Die steht hier direkt ganz. Hinter mir ist einer. Oh nein, bei dir ist ja, einer. Oh Gott, Gott. Ah, komm schon, verdammt. Was hat er denn für Hände, ey? Scheiße, ich habe auch keine Ausdauer. Achtung, da kommen jetzt zwei. Oh Gott. Wow. Da kommen ganz. Die haben Feuer an den Händen, siehst du das? Ja. Ich bin jetzt noch zu weit im Wasser, dass ich. Ach du
du Scheiße, was machen die denn? Oh Gott, die haben Feuer an der Hände. Scheiße, was ist das? Achtung. Nee, jetzt habe ich, einmal habe ich ihn treffen können. Oh, der ist jetzt voll weit rein. Scheiße. Oh, jetzt macht er das Feuer aus hier. Die machen. Können wir denn umkreisen? Oh. Ich habe keine Ahnung. Blöd ist nur, dass ich jetzt keine Knochen habe, denn jetzt kann ich keine Pfeile machen. Ey, das gibt's doch nicht. Wieso kommen jetzt so viele und machen uns das alles kaputt? Wieso? Ja, toll. Ist der tot? Nee, aber ich gleich. Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht, ich bin auch gleich tot. Ah, die machen alles kaputt. Boah, ich werd so pissig, ne? Wir müssen unbedingt erst Fallen aufbauen, ich weiß nicht. Ich dachte erst Zäune, aber jetzt definitiv Fallen. Nein! Ich hätte wahnsinnig gerne eine müssen wir dran kriegen, dass ich Pfeile bauen kann. Können die sich eigentlich wieder regenerieren? Ich habe keine Ahnung. Du fragst mich, was macht das scheiß Ding jetzt? Oh, der hat Feuer. Achtung. Wo ist er? Ist der jetzt abgesoffen? Ich hoffe es. Warte mal, ich guck mal unter Wasser nach. Ja, der ist ertrunken. Komm her, du Sau. Ich bin so schlecht gelaunt. Ey, komm her, ey. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man denn... Da sind sogar zwei. Aber ich wüsste jetzt nicht... Ja, scheiße, ne? Kommst nicht mehr raus, wa? Wie man die, Achtung, da kommt wieder einer mit Feuer. Ah! Oh, da kommt zu mir. Ich kann nicht rennen, ich könnte auch nicht kämpfen, also... So. Zwei habe ich platt gemacht. Du mal, der zieht die Leiche mit. Guck dir das mal an. Die lebt wieder. Bitte? Boah, nee, nicht mit mir. Vielleicht können die... Ich sehe jetzt fast gar nichts mehr. Na, verdammt, jetzt kommt wieder einer. Wir müssen zurück. Das sind zu viele. Wir müssen das aufgeben. Ja. Oh, das... Ich kann nicht mehr rennen. Ich auch nicht. Bist du? Wo bist du? Oh Gott. Na, komm schon. Wir müssen das auf, wir müssen zum Schiff. Oder sollen wir auf den... Achso, ja, weil wir schlafen gehen müssen. Oh, ist der jetzt mit dem Feuer abgesoffen? Ist ja geil. Oh, die werfen. Oh mein Gott, wir müssen definitiv auf das Schiff. Ja, wir gehen zum Schiff, denn da können wir ja speichern, schlafen. Ja, und dann können wir uns dann den nächsten Tag das Chaos angucken. Ja. Aber ich glaube, wenn wir früh genug speichern, dann können die dann eh nicht allzu viel kaputt machen, oder? Ich hoffe es. Also Hunger hätte ich auch ganz tierisch. Oh, ich kann dir dabei jetzt leider gar nicht helfen. Und ich bin am Erfrieren. Oh, ich habe jetzt erstmal gespeichert. Also es könnte sein, dass ich die Nacht nicht überlebe. Ich wünsche dir. Soll ich speichern? Speicher und mach einfach. Ich warte einfach, wir werden es sehen. So. Oh mein Gott, ey. Das ist so, oh, das ist so traurig eigentlich, ne? Warte, ich speichere jetzt noch, weil jetzt lebe ich noch. Jetzt lebe ich noch. Die haben alles wieder kaputt gemacht, ehrlich, ey, da kriegt man langsam richtig Wut und wir haben das auf leicht eingestellt. Nee, wir haben es auf normal eingestellt, ne? Ja, ich glaube, auf leicht ging es ja gar nicht, oder? Nee, es ging ja nur normal. Es ging nur friedlich, also da wären dann gar keine Monster und auf normal. Aber das wäre, also ich denke, das wäre ja dann auch langweilig eigentlich. Ja. Wenn jetzt gar keine wären. Wir haben alles kaputt gemacht wieder. Jetzt. Was haben sie denn alles zerstört? Meine beiden Wände da hinten. Die Tür und die eine Holzwand, die ich gemacht hatte. Ich mach erstmal das Feuer an.
Muss ich gucken. Oh, ich kann ein Stück Fleisch drauflegen, wie geil. Und eine Hand. Ich will jetzt aber keine Hand drauflegen. Ich habe jetzt mal irgendwas getrunken. Weil sonst wäre ich beinahe verdurstet, ey. Ich hatte nur noch irgendwie 1%. Ach, komm, hast du auch Fleisch draufgelegt? Ja, eins jetzt gerade. Oh, alles wieder neu, ey. Ich muss die Falle fertig kriegen. Das ist das Erste, was jetzt zählt, ey. Ich helfe dann natürlich da sofort dabei. Oh mein Gott, ey. Diese blöden Ist das Fleisch jetzt endlich fertig? Pisser, ehrlich, ey. Also ich konnte meins gerade schon essen. Oh ja, super, ey. Alles da. Boah, boah. So, wo hast du deine Fallen hingestellt? Dann helfe ich dir nämlich damit ein Aufbauen. Ich habe hier eine erstmal hingestellt. Ich hatte gedacht, dass wir solche Fallen hier komplett hier die ganze Mauer entlang ziehen. Ja. Und dann da hinten im Wald vereinzelt überall vielleicht mal Fallen aufbauen. Ach, du hast. Jawohl. Jetzt natürlich nicht da reintreten. Ne? Ich hoffe, ich habe die auch richtig rum aufgebaut. Obwohl es nur Ja, ich. logisch wäre, sie so aufzubauen, oder? Wenn jetzt da Weil rein. ich glaube, die, wenn du da drauf trittst, ja, das sehen wir dann eh. Okay, nächste. Ich bin gerade so gut dabei. Stellst du die Fallen auf? Ich sammle Material. Ja, wir brauchen. Ah, wir brauchen nicht Stöckchen. Stöcker, genau. Stückchen, Stückchen. Jetzt ist eigentlich wieder keine Leiche liegen geblieben, oder? Nee, der eine hat die ja, die ich kaputt gemacht hatte, hat er ja mitgenommen und dann ist sie auf einmal wieder aufgestanden. So. Lass hier nichts mehr den Zufall, So, ich habe jetzt Stöckchen wieder. Ich hole aber auch dann den Schlitten her, denn mit dem Schlitten können wir dann auch Stöckchen sammeln. Also Steine brauchen wir auch. Und Seil braucht man auch. Ja, leider. Aber ich glaube, auf dem Boot müssten da noch einige liegen. Gut, hier kriege ich jetzt keine hin. Aber hier kriege ich noch eine hin. So. Was fehlt denn jetzt noch alles hier? Okay, Stöckchen und Holz. Ach, mein Gott, diese blöden Pisser. Boah, ich werde immer Alles so kaputt. sauer bei sowas, Alles ne? kaputt machen die Schweine. Ach, warte, ich muss mich mit der Medizin heilen. Fällt mir gerade auf. Ach man, oh man, oh man, oh man, oh man. So, immer schön weiter sammeln, sammeln. Und das geht eigentlich jetzt so lang, bis man eigentlich tot ist, oder? Ja, oder bist du natürlich diese Hauptmission fertig hast? Weil die hat ja ein Ende. Du musst ja deinen Sohn finden. Ja, genau. Den sie entführt haben. Und dafür musst du aber komplett durch die ganzen Höhlen durch und sowas alles. Und ach. Ich meine, ich könnte dich jetzt auch spoilern und dir sagen, wie das Ende ist oder so oder worum es geht, weil ich weiß es schon. Aber ich weiß nicht. Ich denke mal, wir machen die Hauptmission dann zusammen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Nur erstmal so ein bisschen Lager, dann erstmal ein bisschen aufwerten hier alles und so. Bessere Waffen holen.
Ja, dass man auch eine Chance hat, sage ich jetzt mal, oder? Ja. So. Also ich glaube, ich wäre schon bei den Videos dann so Sachen wie so aufbauen, sammeln und so. Das werde ich dann vielleicht schon ein bisschen so in Zeitraffer vielleicht auch machen. Ja. Kannst du das mit diesem Vorspulen in dem Video? Ja, also. Ich kann das nämlich irgendwie nicht, glaube ich. Also zum Vorspulen mache ich das Ganze eigentlich immer mit einem. Mit einem Movie Maker, der geht eigentlich für sowas am einfachsten. Da kannst du dann die Geschwindigkeit einstellen, wie schnell. Ach so. Ich glaube allerdings, aber ab einer gewissen Geschwindigkeit ist der Ton, glaube ich, dann weg. Ja. Aber das könnte man ja dann mit Musik hinterlegen. Jetzt fehlen natürlich wieder ganz viele Seile. Ach, das bist du. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken, ey. Ich dachte, da wäre jetzt schon wieder einer. Für später müssen wir dann sicher auch gucken, ob wir irgendwo Medizin dann auch finden. Ja. Denn so allzu viel habe ich auch nicht mehr. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir später halt auch komplett hier alles erkunden, weil überall auch diese Zeltplätze noch verstreut sind und so. Und da findet man dann halt Medizin oder andere wichtige Sachen, ne? Wie jetzt zum Beispiel bei dem einen Zeltplatz, wo wir diesen Topf gefunden haben. Toll, das kann ich nicht mehr aufnehmen. Jubi. So. Ich frage mich gerade, wie viel von diesen Stöckchen man auf den Schlitten legen kann. Also im Notfall kann man natürlich so einen Schlitten ja auch als Lager verwenden. Ich denke jetzt auch, wenn die nächste Nacht kommt, mache ich auch dann so langsam Schluss. Wo aber da? Oder doch eher, wir sollten gehen. Lass Ja. uns mal einfach mal direkt aufs Boot gehen. Vielleicht greifen die dann unser Lager nicht sofort an. Weißt du, was ich meine? Ich habe jetzt auch keine Ausdauer mehr. Jetzt mal wer zum schnell wegrennen. Weil vielleicht machen sie das auch nur, weil wir da sind. Weißt du? Wo bist Ich du? bin schon fast am Schiff. Okay. Dann kann ich gleich direkt mal gucken, ob hier auch wieder Seil liegt. Was natürlich nicht tut, ne. So. Ich bin auf jeden Fall hier. Ich kann jetzt aber auch nicht sehen, ob da hinten welche rumlaufen. Da kommen jetzt gerade noch ein paar Schildkröten. Kommt von denen keiner mehr? Ich probiere jetzt gerade noch so ein Schildkrötendingens aufzustellen. Essen, Wasser. Und dann muss ich ganz schnell zu dir rüber. Bist du schon zu am Boot? Nee. Ah. Ich habe gerade noch eben eine Schildkröte getötet. Und eine Möwe. Nein, die ist weg. Da Schildkröte. kommt noch einer. Was kommt schon? Kommen schon welche? Hast du schon jemanden gesehen? Nee, eine Schildkröte Ach so. kommt. Rein theoretisch müssten ja im Wasser Leichen noch liegen, aber ich glaube,
Die werden wahrscheinlich dann mit der Zeit auch verschwinden, oder? Ja, ich glaube, die werden einfach weggespült oder so. Was liegt denn da? Ist das... Achso, das ist der Kopf von der Schildkröte. Sollen wir zum Schiff rübergehen oder? Ja, können wir machen. Ich habe gerade eine handgemachte Keule gemacht. Ist ja lustig. Mit einem Stock und einfach mit so einem Totenschädel. Ich habe da so eine. Ich glaube, ich habe die aber aufgenommen. Das ist eine mit Hand und Kopf. Wir können leider noch nicht schlafen, aber wir können ja speichern. Ja, genau. Dann können wir das natürlich auch hier direkt machen, ne? Brauchen wir nicht extra Ach ja, rüberschwimmen. stimmt. Aber warte, ich will die Schildkröte da noch holen. Die gerade irgendwie festbackt. Ich weiß auch nicht. Also, dann machen wir das mit dem Fleischaufhängen, machen wir gar nicht, oder? Doch, müssen wir ja, sonst wird es ja schlecht. Was? Kann ich das? Ach so, warte mal, falsche Taste. Oh, was? Ich kann kein Fleisch mehr. Du musst mal eben herkommen. Wo bist Hier. du? Ja. Ah, okay. Weil ich kann kein Fleisch mehr aufheben und hier liegt noch was. Ich wollte das jetzt nicht. Ich hoffe, dass ich aber was aufheben kann. Ja. Okay, das geht noch. Okay, der Panzer, den kann ich nicht mehr nehmen. Jetzt können wir natürlich noch nicht Soll. schlafen gehen. Aber was ist, wenn wir jetzt speichern und beenden? Dann müssen wir aber von dem Punkt wieder starten können, oder? Ja. 5, 6. Und wie viele Tücher? Ich mache mir mal eine Knochenrüstung. Wie baut man sich die Du Knochenrüstung? brauchst 6 Knochen und dreimal Stoff. Okay, das hätte ich eigentlich auch. So, habe ich. Haha. Und tragen. Und wie verwendet man das jetzt? Wenn du das, wie verwendet man das jetzt? Du musst die halt kombinieren und wenn die dann fertig ist, dann drückst du RT für entfernen und dann ist die in dein Ach Inventar so, drinne da. und dann Also. gehst du drauf und rüstest die einfach aus. Ich gucke jetzt auch mal, dass ich die meine Dingens ein bisschen aufpushen kann. Also Rüstung ist jetzt nur am Arm und die wird sich dann wahrscheinlich erweitern, oder? Ja, ich denke, glaube, Schaden, Geschwindigkeit, Waffe, Zähne. Baumharz habe ich doch noch. Haha. Haha. Juhu. Jetzt habe ich mir ein paar Zähne drauf gemacht hier. War wunderbar. Und nochmal. Ich werte mir gerade hier meine Dingens auf. Kann man die normale Hacke auch erweitern oder Ja, verbessern? die kannst du, wenn du Baumharz hast und Zähne von deinen Opfern. Ich tue meine gerade auf jeden Fall fertig machen. Sehr schön. Ach ja, genau. Wunderschön. Mit Zähne, Schaden, Waffe, mit Alk und mit Blättern Geschwindigkeit. Oh, was? Ist ja geil. Nee, eben nicht. Doch, Baumharz und Blätter. Ach, mit den Blättern, ne? Aloe Vera, mit den Blättern? Nee. Mit was für Blätter denn? Was will er denn von mir, ey? Ach, mit Federn. Ah. Jetzt mache ich sie mir auch noch ein bisschen schnell.
Wie kann man die schnell machen, oder? Baumharz und Federn habe ich gerade auch erst rausgefunden. Und du kannst, wenn du Alkohol, glaube ich, nimmst, kannst du die auch stärker machen. Ich weiß zwar nicht, Oder wie das. das funktionieren soll, aber. Die sieht aus jetzt, ey, total ekelhaft. Machst du das mit der normalen Waffe? Ach Ja, ja. mit der normalen. Ich habe ja keine an. Kriegen wir gerade Besuch? Oh, ich habe meine Knochenrüstung an. Willst du mal sehen? Ja, warte, Ach, ich du hast auch. guck gleich. Du hast deine ja auch schon an. Ganz an? Nee, du hast nur eine Hände. Ach so, genau an den Händen. Oh Gott, da laufen schon wieder welche rum. Ey, wann ist denn hier Schlafenszeit? Oh. Ja, dann, was ist, wenn wir jetzt speichern und dann Ausmachen? Ja, ausmachen? können wir machen. Und speichern und aus.